Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface mit Fenty Beauty Produkten für dich. Und ja, was natürlich super neu ist, ist hier die Fenty Foundation, die neue Ease Drop Blurring Skin Tint. Mal gucken, wie die so funktioniert. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man muss an dieser Stelle erwähnen, dass ich einen Teil schon hier hatte, weil ich mal was in Boxen drin hatte oder mal in einem Adventskalender oder so. Aber im Großen und Ganzen bin ich mittlerweile ziemlich arm geworden durch diese Bestellung. Alto Belly. Was natürlich ganz cool ist, bei Sephora kannst du dir die Produkte in kleinen Größen bestellen. So habe ich mich zum Beispiel sehr darüber gefreut, dass ich das Puder in einer kleinen Größe bestellen konnte oder das neue Fixing Spray. Aber im Großen und Ganzen ist die Marke ganz schön hochpreisig. Und dann erwartet man natürlich auch ein bisschen was, ne? Naja, ich habe jetzt hier einen Kaffee mit meinem Heimathafen drauf, ne? Läuft. Denn es ist noch, nein, es ist nicht früh, es ist 12.18 Uhr. Aber ja, heute ist Ostermontag und ich möchte mich ein bisschen schick machen. Und ja, das mache ich jetzt mit den Fenty Beauty Produkten. Ich hoffe, dass es schick wird. Als Pinsel verwende ich meine Zoeva Pinsel, die ich hier habe. Die habe ich mir mal bei Beauty Bay bestellt. Dann starten wir doch einfach mal mit dem Primer. Den habe ich schon seit einer Ewigkeit hier. Pro Filter Instant Retouch Primer. Und ja, das sind 4 Milliliter. Das ist jetzt nicht so die größte Menge, aber das war mal irgendwo gratis mit dabei. Oder habe ich mir das bestellt? Oder war das in einem Adventskalender? Ich weiß es nicht. Der kommt sehr fest raus und sieht so beige aus. Eigentlich ist es, glaube ich, eher so ein Primer, der meine Haut mattieren wird. Aber ich habe mir eine mega krasse Tagespflege drunter gegeben. Sehr reichhaltig. Deswegen gehe ich davon aus, dass alles funktionieren wird. Prophylaktisch schon mal den Hals mit Prime. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Denn wenn man Foundation online bestellt, ist das immer so eine Sache. Gerade bei mir ist das echt so eine Sache. Die manchen, die ich bestelle, sind zu hell, manche sind zu dunkel. Manchmal habe ich aber auch voll das Farbmatch. So, jetzt habe ich mir 2 Pumper von dem Primer aufgegeben. Jo, sieht doch nice aus, ne? So, die Foundation habe ich mir nämlich in der Farbe 3 bestellt. Ich glaube, 1 und 2 waren ausverkauft, ich weiß es nicht, und deswegen habe ich zu 3 gegriffen. Mir haben aber einige auch diese Foundation schon bei Instagram geschickt. Falls du mir dort noch nicht folgen solltest, da heiße ich AIDOLP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Folgt mir sehr gerne. Und die haben mir auch gesagt, dass die sich auch die 3 bestellt haben und eine ähnliche Hautfarbe haben wie ich. Und dass es funktioniert hat. Ja, mal gucken. Das ist diese hier. Ja, das sieht interessant aus mit so einem Rausdruckvieh. Finde ich für den Preis, was ich für die Foundation bezahlt habe, doch relativ günstig, weil das ist Plastik, ne? Naja, ich gebe mir jetzt ein bisschen was hier auf meine Mischplatte. Doch, farblich könnte das was werden. So schaut die aus. Die ist nicht so super flüssig, aber auch nicht fest. Also die fließt schon runter. Und jetzt nehme ich mir einen Foundation-Pinsel. Das ist der 104 Buffer. Und trage das erstmal auf meinem Gesicht. Oh, oh. Also wenn man eine Foundation aufträgt und hier nicht so einen großen Streifen sieht, Leute, das ist meine Farbe. Ich meine, es wurde ja auch gesagt, dass es eher ein Skin-Tint ist, also dass du hier nicht so eine ultra krasse Deckkraft hast. Ich habe es auch bei Maxim gesehen, dass es eine eher, deswegen, ich nehme mir ein bisschen mehr hier auf meine Mischplatte, Leute, dass es eine Foundation ist, die wirklich mehr einfach nur ein Tint ist und weniger halt eine Foundation, die eine Deckkraft hat, also eine hohe Deckkraft. Ich bin gerade hin und weg von dieser Farbe. Weil ich meine, das hatten die ja auch gesagt, ne? Die anderen Influencer und auf der Fenty Beauty Homepage stand das auch drauf, dass du die verschiedenen Farben auch für viele verschiedene Hautuntertöne und so nehmen kannst. Und das ist voll krass gerade. Ich bin fasziniert, weil die so krass sich dem Hautton angepasst hat und voll gut aussieht. Also die sieht wirklich my skin but better aus, ne? Ein ganz kleines bisschen. Mit ganz viel Fantasie sieht man auf der Nase, dass sie nicht hundertprozentig sitzt, aber 99%ig. Und wenn ich auch nachher andere Produkte drüber geben werde und sich das ein bisschen mehr miteinander verschmelzen wird, dann wird das schon laufen, ne? Aber guck dir das mal an. Die hat auch irgendwie einen leichten Glow mit dabei. Ich gucke mich auch gerade im Kameradisplay an, damit ich hier schön euch meinen kompletten Kopf zeigen kann. ich finde die wahnsinnig toll gerade.
brauche ich kein Schwämmchen zum Einarbeiten, ne? Da reicht der Foundation Buffer, um dann noch einmal kurz so ein bisschen drüber zu gehen. Easy peasy Sonnenschein. Finde ich cool. Was habe ich jetzt hier gemacht? Nein, ich muss mich gleich umziehen. Ich habe Foundation am Ärmel. Nein, ich habe mir so viel Mühe gegeben beim Überlegen, was ich anziehe heute. Oh, Tisch versaut. Ärmel versaut. Das läuft hier ja richtig gut heute. Mann, 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 Mann. Na toll. Wenigstens ist die Foundation geil. Okay, man wundert sich manchmal, was es in Beautyboxen so gibt. Zum Beispiel war in einer My Little Box dieser Fenty Beauty Concealer mal drin. Hammermäßig geil. Farbe 120 habe ich, die passt auch witzigerweise. Und den trage ich mir jetzt einfach mal auf. Der ist also in Relation jetzt zur Foundation sehr deckend. Zum Einarbeiten des Concealers verwende ich, das war ja im Adventskalender, den Voyager 142 Concealer Buffer. Und dann starte ich hier so im Innenwinkel mit dem Einarbeiten des Concealers. Puppe mir noch ein bisschen Augenspack raus. Läuft. Ich habe keine Lidschattenbase, deswegen gebe ich die Reste vom Concealer-Buffer, was noch vom Einarbeiten drin ist, auf mein Auge. Also mein Augenlid. Ein klitzekleines bisschen möchte ich den Concealer aber schon noch aufbauen. Also gebe ich mir hier und hier was hin. Und hier unten so auf meine Mr. Fred Ausflugsfamilie. Ich bin einfach baff. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Das ist leicht, natürlich und ja, gefällt mir. Mensch, auch den hatten wir mal in der Box mit drin. Ich glaube in der Glossy Box, oder? Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Fenty Beauty, das ist der Blush Stick, habe ich in der Farbe Yacht Life Match Stick. Das ist so einer zum Hochdrehen und das ist so ein, ja, Rosé mit Goldschimmer drin. Den Goldschimmer werden wir sehr, sehr, sehr vermutlich nachher nicht mehr sehen, wenn wir pudern. Ja, der ist nicht so ultra krass von der Deckkraft, deswegen gebe ich mir den einfach direkt aufs Gesicht auf. Und den baue ich mir auch, wenn ich ehrlich sein darf, richtig intensiv auf, weil man ihn ansonsten nicht sehen wird. Zum Einarbeiten verwende ich den 125 Stippling Brush. Also wenn man das halt so verteilt, sieht man direkt, dass man sehr viel wegblendet, ne? Also da ist recht schnell kein Produkt mehr von da. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen trage ich mir den gerne intensiv auf am Anfang. Was ich bei diesem Produkt halt super gerne mache, ist, dass ich den im Alltag trage, ohne dass ich Foundation drunter habe und ohne dass ich nachher abpuder. Das finde ich immer sehr praktisch. Weil dann hast du so einen kleinen Blush-Light-Effekt, ne? Ja. Oder war der auch irgendwo in der Blissim-Box oder so mal mit drin? Ich weiß es gar nicht. Also er war definitiv in einer Box mit drin. Ich habe mir den nicht so gekauft. Nee, in der Blissim-Box. Nee, da war der Augenbrauenstift drin. Bin verwirrt, weiß ich nicht. Wisst ihr das noch? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Kannst du leider nicht viel mehr aufbauen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich versuche das jetzt gerade die ganze Zeit, dass ich immer mehr Produkt aufgebe. Aber sobald ich das verteile, verblendet sich das halt, ne? Ist logisch, ne? Mit der Foundation. Ist ja auch richtig so. Denn mehr als so will man eigentlich auch nicht unbedingt an Blush haben, wenn man es natürlich trägt. Aber ich finde ihn doch sehr, man sieht ihn kaum. Und das finde ich schade. Ja. Aber er war halt da, deswegen habe ich mir keinen Puderblush extra geholt. Weil das wäre ja auch irgendwie, ne? Ich habe ihn eh. Jetzt habe ich hier ein Baby What It Do. Das ist ein Travel Size Make-up Refreshing Spray. Kann man theoretisch vor dem Make-up verwenden, nach dem Make-up, zwischendrin und immer mal wieder. Riecht nach nichts. Ich glaube, da sind auch gar keine Parfümstoffe oder sowas drin. Boah, ist das ein Nebel, Leute. Ich muss mir diesen Pumper auf jeden Fall aufbewahren. Also das wird nicht weggeschmissen, safe nicht. Das ist ja super angenehm. Und es riecht einfach so ein bisschen nach frisch gewaschener Wäsche jetzt auf meinem Gesicht. Mega angenehm. So, das lassen wir jetzt mal kurz einwirken, denn ich mag das gerne. Immer wenn ich so diesen Texturwechsel habe, dass ich mir dann ein bisschen Setting Spray aufgebe oder keine Ahnung, ne, ein bisschen Fixing Spray, Setting Spray, dass die Texturen sich dann schon mal miteinander verbinden können. Und jetzt machen wir nämlich weiter mit den pudrigen Texturen. Das habe ich euch eben schon gezeigt. Das ist das Puder in der Farbe Butter.
Ich habe mir gedacht, als ich die Farbe ausgewählt habe, das könnte wohl funktionieren. Und ich finde es halt wirklich nice, dass man sich so kleinere Sachen aussuchen kann. 7,8 Gramm sind hier drin. Natürlich, wenn man das hochrechnet oder runterrechnet auf die Grammzahlen und so, ist es deutlich teurer. Aber wenn man bedenkt, dass ich hier eine relativ große Make-up-Sammlung habe, und die Produkte nicht unbedingt schaffe aufzubrauchen, macht es für mich definitiv Sinn. Und wenn ich so an Highlighter denke oder wenn ich an, keine Ahnung, auch mal Puder oder so denke, das dauert schon eine Weile, bis man es aufgebraucht hat. Man hat ja auch noch so ein Puffelding zum Fresh-Up zwischendurch drauf. Ist ganz nice, aber ein loses Puder würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, wenn ich mir ein Touch-Up machen möchte. So. Jetzt haben wir hier auch mit den Punkten FB Fenty Beauty sogar drin. Das ist ja ein Traum, ne? Und ich weiß, dass viele YouTuber, also das, was ich bislang auf YouTube darüber gesehen habe, ne? Huch, das Puder echt klasse finden. Wow, das ist sehr fein, denn es kommt sehr gut hier raus. Ich kenne das von meinem aktuellen Puder von H&M. Da muss ich draufhauen bis zum geht nicht mehr und kriege da nichts raus. Und hier paar Mal drauf gedröppelt und schon hast du hier die Party am Steigen. Okay, um unter meinen Augen zu setten, verwende ich hier den 105 Lux Highlight Pinsel und gebe mir das auch unter meinen Augen auf den Concealer drauf. Das hat auch wohl eine leichte Tönung mit drin, andernfalls hätte man ja auch gar nicht unterschiedliche Farben auswählen können. Das finde ich eigentlich okay. Also ich brauche nicht immer ein Translucent Powder, um ehrlich zu sein, weil das auch oft, je nachdem, welches man so nimmt, so ein White Cast hinterlässt. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Super, super fein. Hammer. Jetzt nehme ich mir einen großen Fluffel, und zwar den 101 Lux Face Definer. Das ist dieser hier. Und dann gehe ich über mein komplettes Gesicht. Riecht das? Ganz, ganz leicht riecht das. Oder ist es der Pinsel? Nee, es ist das Puder, ne? Das hat einen ganz leichten Duft. Nach gepflegter Frau riecht es einfach. Oder gepflegte Menschen. Hat auf jeden Fall ein sehr ausgeglichenes Bild jetzt ergeben. Also so ein bisschen Blurring ist das. Und ich finde es sehr angenehm, weil das so schön weich ist und es schneit schon wieder. Und Wahnsinn. Genau, und so fein gemahlen, also gefällt mir. Ich weiß gar nicht, was das machen sollte. Instant Retouch Setting Powder. Jo, Pro Filter. Also legt auf jeden Fall so einen kleinen Filter auf mein Gesicht, ne? Und ich sehe noch den Glow von meinem Blushleiter, sage ich mal, durch. Ich sehe den Blush aber nicht mehr. Das ist schade, ne? Nun, dann muss der Bronzer halt her. Da habe ich Shady Biz Sunstalker den Bronzer mir bestellt. Also ich glaube, ich habe echt fast 200 Euro ausgegeben. Wahnsinn! Aber ich habe mir auch noch ein bisschen was anderes bei Sephora bestellt. Ja. Ist ein Bronzer, ne? Sieht ganz hübsch aus, hat einen Spiegel mit dabei, das begrüße ich immer sehr. Und wenn ich jetzt hier so mein Hautbild angucke, sieht das geil aus. Mag ich. Gehe ich jetzt auch hier wieder mit diesem Pinsel von eben rein, mit dem Lux Face Definer. Und dann trage ich mir den Bronzer auf, der ist matt. Und tatsächlich auch recht warm. Das heißt, da man meinen Blush nicht mehr sieht, gebe ich den auch ein bisschen dahin, wo ich den Blush vorher aufgegeben habe, dann geht das. Der macht einen schönen Effekt, ist aber wirklich ein bisschen wärmer. Das finde ich aber nicht so weit schlimm. Doch, gefällt mir. Kann ich mich so nicht beklagen. Es ist sehr dezent, aber ich glaube, dass dieser Look generell heute etwas dezenter, etwas natürlicher werden wird. Und das finde ich nice. Der Highlighter hier ist jetzt quasi mein dritter Highlighter, den ich von Fenty Beauty habe. Ich hatte schon den Diamond Bomb oder sowas, der war mir viel zu glitzerig. Dann hatte ich so ein Duo, was mal in der Box mit drin war. Ich glaube auch in der Blissime Box. Das war mir zu dunkel. Und jetzt habe ich mir den allerhellsten Killer Watt Highlighter bestellt. Und zwar in der Farbe Metal Moon. Der ist riesig. 8 Gramm Highlighter. Da kommst du schon eine Weile mit aus, wenn ich das mal so sagen darf. Und Folie entfernen. Der ist halt echt weiß hier im Fändchen, ne? Da bin ich gespannt, wie er dann auf dem Gesicht aussehen wird. Ja, ich kann den mal swatchen. Das sieht auf jeden Fall nicht glitzerig aus. Das ist schon mal sehr positiv. Gucken wir uns mal an. Oh ja. Der ist ja fast schon dezent, Leute, ne? Aber schön hell. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Und da nehme ich mir jetzt auch den Highlighter-Pinsel, den ich genommen habe, um unter meinen Augen zu setten. Und trage mir den Highlighter hier auf. Da schwärmen auch viele von. Und ja, da muss ich
den Leuten auch recht geben. Der kommt schön Champagner auf der Haut raus, das mag ich. Und der ist auch nicht glitzernd, sondern wirklich schön. Sehr zurückhaltend, aber eine schöne Sache. Also der passt bei mir wirklich, wirklich gut, weil ich halt, ja, oftmals Highlighter habe, die mir viel zu dunkel sind, die mir viel zu glitzernd sind. Und der ist nicht glitzernd. Der ist schön, sehr fein. Meine Augenbrauen hätte ich zupfen können, hatte ich wohl keine Lust zu. Ja, gefällt mir. Schön. Aller guten Dinge sind zwei, Leute. So ist das manchmal. Augenbrauen, das hatte ich aber mal in der Blissim-Box drin, glaube ich. Von Fenty Beauty. Es ist ein Fullface Fenty Beauty, Claudia. Brow MVP. Und ich glaube, ich habe hier die Farbe Medium Braun. Brown, das steht hier leider nicht drauf. Ein bisschen ärgerlich, ne? Also, es gibt Leute, die finden diesen Applikator hier hinten oder dieses Bürstchen total klasse. Ich komme damit nicht wirklich klar, leider. Dafür finde ich aber die Farbe und die Mine super. Ich nehme jetzt hier mal ein Spoolie aus dem Spectrum Pinsel Set. Spectrum Zodiac. Zodiac gibt es bei Purish. Claudis Welt 15 gibt dir 15% Rabatt, falls du vorbeischauen möchtest. Ist ein Affiliate-Code. Das heißt, dass ich da tatsächlich auch eine kleine Provision dran verdiene, solltest du den Rabattcode anwenden. Ja, ich fülle mir jetzt mal die Augenbrauen auf, die übrigens auch wundervollerweise durch die Augenbrauen, durch das Grande Brow von Purish mittlerweile viel, viel besser geworden sind. Ja, die Wachstumsphasen werden verlängert, genauso wie bei den Wimpern auch, das werden wir gleich sehen. Und ja, Wahnsinn. Kann ich euch auch in der Infobox verlinken. Ist richtig geil. Macht schon was her, so eine aufgefüllte Augenbraue, ne? Mag ich. Und ich muss es wirklich sagen, diese Farbe ist für mich ein Traum. Klasse. Die funktioniert super gut. Das verschmilzt schön mit meinen Augenbrauen, Härchen mit der Farbe und so, ne? Und weil das so gut aussieht, wird es direkt fixiert. 24 Hours Brow Setter von Benefit natürlich. Lieblings-Augenbrauen-Fixierungsprodukt. Mega. Die habe ich mir jetzt gekauft und ich finde, für 6 Lidschatten, 24,95 oder was die gekostet hat, ne, nicht wenig, das ist die Nummer 9. Die ist jetzt ein bisschen wärmer, Snap Shadows, also vielleicht werde ich irgendwann mal ganz viele haben, die ich aneinander machen kann, magnetisch. Man weiß es nicht, aber ich werde sie jetzt erstmal ausprobieren. Das ist jetzt eine, die etwas mehr in das Warme geht, in das Lilane. Und mich persönlich haben diese Farben von denen, die dort angeboten wurden, mit am meisten angesprochen. Wir haben hier 3 wunderschöne Schimmerfarben und 3 matte Töne. Diese beiden Töne sind mir super wichtig, weil ich brauche eigentlich immer einen Ton, um mein Lid zu setten. Und ich brauche immer so ein, ja, recht helles Braun, um mir eine Lidfalte zu basteln. Alles andere geht dann wie von alleine und ich denke, dass ich jetzt auch in diesem Look alle Töne verwenden werde. Mit dem Zoeva 228 Luxe Crease Brush gehe ich zuallererst in diese helle Farbe. Und das ist hier hinten falsch drauf gedrückt. Na toll. Rosé Spritz heißt die Farbe, glaube ich. Und damit sette ich einfach mal mein komplettes Lid. Mit demselben Pinsel gehe ich in den Braunton hier unten rein. Und der heißt Sherry Fairy. Den setze ich mir in die Lidfalte. Lässt sich auch schön aufbauen, schön ausblenden und ich finde, das sieht ganz passabel aus. Definitiv. Ich nehme so einen kleinen Pinsel, das ist der Luxe Petite Crease, die 231 und damit gebe ich mir einfach den Ton auch schon mal an den unteren Wimpernkranz, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, dann nehme ich den Pinsel auch wieder, genau, ne, und gehe in dieses vollkommen dunkle, lila Aubergine rein. Hat die Farbe Pinot Please. Also Pinot ist ja der Wein, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so der Weintrinker. Und das setze ich mir nur hier außen. Einfach in komplett mein Außenwinkel. Also, ne? Damit das Ganze vertieft wird. Den muss man ein bisschen mehr aufbauen, aber ich bin ja auch vorsichtig reingegangen. Ich mache das lieber vorsichtig, Stück für Stück, baue den dann vorsichtig auf, bevor ich dann einen Fleck habe, den ich nicht mehr wegbekomme. Das war ein Reim. Also quasi zu viel Pigment, was ich dann ausblenden muss. Bei mir als Schlupflid-Lady ist es halt immer eine relativ wichtige Kiste, dass man hier auch irgendwas Verdunkelndes hingibt, um das Auge optisch nochmal ein bisschen
zu öffnen. Ne? Ansonsten sieht das Ganze dann halt wirklich sehr verschlupft aus, um das mal so zu sagen. Und weil ich gerade lustig bin, nehme ich mir auch ein bisschen was von dem Lila und gebe mir das nur in mein äußeres Drittel am unteren Wimpernkranz. Da muss man halt aufpassen, dass es nicht aussieht wie, naja, dass jemand dir einen aufs Auge gegeben hat, sondern halt nur ganz, ganz bisschen, ne? Wir übertreiben mal nicht. Fallout kann ich jetzt soweit nicht vermelden bislang, aber wir haben uns ja auch noch nicht an die Schimmertöne rangetraut. Die kommen jetzt ins Spiel. Dafür nehme ich mir hier, da ist ein Haar von Simmy dran. Oh, man sieht ihn nicht, weil ich so nah rangezoomt bin. Er liegt da gerade voll niedlich und schlimm. Okay, den Luxe Smoky Shader 234 nehme ich. Das ist so ein Shader-Pinsel halt, ne, so ein flacher. Und ich arbeite mich von dunkel zu hell und beginne zuallererst mit... Nee, ich swatche die ersten. Ich beginne zuallererst damit, dass ich die Töne swatche, um zu gucken, wie sie überhaupt rauskommen. Also wir haben schönes Braun, wir haben ein Rot und wir haben ein Champagner. Ne, denn das Rot kommt sehr, sehr hell rüber. Das ist cool. Also starte ich mit dem dunklen Tönchen, mit dem Braun. Das ist dieser hier und der trägt den Namen Pop the Cork. Lasst die Korken ploppen. Oh, sehr, sehr krummelig. Hier könnte es gleich zu Fallout kommen. Mal schauen. Den trage ich mir hier so hin. Ne? Quasi am Übergang zwischen meinem ganz krassen Außenlid und meinem ersten Drittel quasi. So kann man das sagen. Der Ton lässt sich auch wohl mit dem Pinsel hier auftragen. Da habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, einen Finger zu nehmen oder den Pinsel anzufeuchten. Das geht. Den Pinsel machen wir ein wenig sauber, nehmen das Pigment runter und gehen dann in den roten Ton und der heißt Bottle Service. Den setze ich mir einfach mal auf mein Zentrum, auf mein bewegliches Lid, auf so gut wie alles, was noch frei ist. Ja, der fühlt sich recht trocken an, aber ich trage ihn ja auch gerade trocken auf. Das war eine Aussage. Da kannst du dir echt was von kaufen, das sage ich dir. Ich bekomme mittlerweile auch ein wenig Fallout. Aber das war ja bei den Schimmertönen abzusehen, wenn ich ehrlich sein darf. Ja gut, jetzt haben wir einen sehr, sehr dunklen Look. Und jetzt versuche ich natürlich mit dem hellen Schimmerton, den wir hier noch drin haben, der sich She Bubbly nennt, alles so ein bisschen heller hinzukriegen. Das ist ja so ein schöner, heller Champagnerton. Und dann nehme ich auch wieder diesen Shader-Pinsel. Beginne hier, setze mir den auch ins innere Drittel, ach Quatsch, in den Innenwinkel, wobei ich da sagen muss, da werde ich mir gleich wahrscheinlich nochmal den Highlighter drüber geben müssen, weil das ist mir zu dunkel. Und dann ziehe ich den auch so schräg auf mein Rot, ne? Also dass es quasi auf meinem beweglichen Lid heller wird, aber in der Lidfalte bzw. auf dem Schlupflid an sich jetzt nicht unbedingt. Und dadurch erschafft man sich einen ganz neuen eigenen Schimmerton. Das finde ich irgendwie nice. Kann man machen, finde ich aber doch sehr, sehr rauchig gerade. Ne? Aber ist okay, wenn man einen rauchigen Look möchte, ist die Palette wahrscheinlich eine coole Nummer. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Kanten verblenden. Dann nehme ich mir wieder den Blendepinsel vom Anfang, juckt mich kurz an der Nase und gehe dann wieder in den hellsten Ton. Gehe ich hier an den Augenbrauenbogen und verblende da so ein bisschen nochmal. Und auch so nach außen hin. Manche sagen so, manche sagen so. Ich bin jetzt nicht so Ultra-Fan von diesem Look. Aber jetzt kommt noch der Highlighter ins Spiel. Ja, das hält das Ganze jetzt nochmal ein bisschen auf, weil das war mir doch ein bisschen zu dunkel, ne? Gebe ich mir auch ein bisschen was unter die Augenbraue. Jetzt habe ich hier einen Eyeliner und zwar ist das der Flyliner Longwear Liquid Eyeliner. Und das ist die Farbe Schwarz. Der ist schön dreieckig, das kann man gut halten. Hat eine Kugel, damit man es schütteln kann und ein Schwämmchenapplikator, der wirklich super dünn ist. Der ist schon gut. Und jetzt kommt die Sonne so richtig raus. Das ist ja Wahnsinn. Also der ist schön flüssig, damit kann man toll arbeiten, hat eine richtig schöne, feine Mine und es hat Spaß gemacht. Doch, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Nun fixieren wir im Sonnenschein ein bisschen das Gesicht, das Make-up. Boah, ist das angenehm. Ich liebe diesen Sprühnebel. Das ist wirklich ein Nebel, Leute. Es ist
Nebel und nichts anderes. Und dann biege ich mir direkt meine Wimpern. Auch hier kann ich nur auf mein Wimpernserum verweisen. Ihr werdet es gleich wahrscheinlich auch sehen im Ergebnis von der Mascara an sich. Ne? Ich verwende das Grande Lash, was ich von Purish zugeschickt bekommen habe. Und ich liebe es. Ich liebe es wirklich sehr, denn es macht mir tolle Wimpern und viele Mascaren funktionieren einfach echt 1A. Die Mascara, die ich nun verwende, ist eine Mini-Größe, die ich mir bestellt habe. Und zwar ist das die Full Frontal Volume Lift End, ich kann es nicht weiter lesen, Curse I'm Black. Genau, das ist die Mascara. Die hat ein sehr interessantes Bürstchen und zwar ist das ein Kunsthaarbürstchen, was mich aber volle Elle an den 24 Hours Brow Setter erinnert und an die Charlotte Tilbury Pillow Talk Mascara, weil wenn man das dreht, ist es flach. So ist es voluminös, ellipsenförmig, beziehungsweise doch Ellipse, ne? Das ist eine Ellipse. Und so ist es flach. Spektakulär. Riecht noch Mascara? Na, gucken wir mal. Ohne Mascara? Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara ist ganz cool. Also was sie macht, ist, dass sie die Wimpern greift, sie auffächert und ihnen ein getrenntes, verlängertes und voluminöses Ergebnis beschert. Also mir gefällt es definitiv, macht jetzt in meinen Augen oder auf meinen Augen keine krassen Wawawum-Lashes, aber ich finde es ganz nice. Doch, ne? Um den Look jetzt einmal abzurunden, habe ich hier noch ein... Jetzt kommt die Sonne so hart raus. Egal, ich lasse die Rollläden jetzt oben. Um den Look jetzt abzurunden, habe ich hier noch einen Lipgloss. Und zwar ist das der Gloss Bomb in der Farbe Fuzzy. Den bekommt man gratis dazu oder bekam man gratis dazu, als man sich für Sephora Unlimited angemeldet hat. Und ich finde, dass diese Farbe jetzt auch sehr gut zum Look passen wird. Und hier haben wir ihn jetzt einmal, den Komplett-Look mit Fenty Beauty-Produkten. Ich muss wirklich sagen, dass meine Haut selten so verschmolzen und ebenmäßig aussah. Die Sonne ist jetzt gerade ein bisschen frech. Ich glaube, ich muss jetzt echt die Rollläden runter machen. Oh Mann! Unglaublich. Ja, aber ne, man sieht es jetzt halt auch, wie unfassbar ebenmäßig das Ganze aussieht, wie harmonisch das aussieht. Und ich finde es dann auch vollkommen in Ordnung, wenn die Augen etwas rauchiger sind und ein bisschen mehr betont sind, wenn alles andere sich mehr so zurücknimmt. Ne? Das finde ich sehr schön und so fühle ich mich auch wohl. Und ich finde, das ist definitiv ein tragbarer und gelungener Look. Mir gefällt es, diesen Glow im Gesicht zu haben, aber gleichzeitig auch so leicht mattiert auszusehen. Ich weiß nicht, wie ich das... Seidenmatt? Kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Es sieht alles wie Haut aus, aber wie perfektionierte Haut. Und das ist gerade das, was ich versuche, euch zu erklären, was ich so scharf finde gerade. Ich mag den Look. Leute, lasst mir gerne in den Kommentaren eure Meinung, euer Lieblings-Fenty-Beauty-Produkt, eure Erfahrungen mit den Fenty-Beauty-Produkten, eure Wünsche, zu welcher Marke ich auch nochmal ein Fullface schminken soll. Lasst mir das gerne unten mal in den Kommentaren. Ne? Das würde mich auch interessieren, dann ja, kann ich das auch gerne mal machen. Und ihr Lieben, ich bin immer noch fasziniert von dem Endresultat jetzt tatsächlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!